Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Files. Wir haben uns wieder mal durch die Monster geschnetzelt. Eigentlich haben wir noch kein Monster gesehen, also einen Fenriswolf, glaube ich. Oder Fenrirwolf heißt er hier. Und ansonsten haben wir nur Kultisten bezwungen. Aber wir haben unsere Kräfte verstärkt. Und das ist jetzt die Frage, wir haben hier einen Außenposten der Exalt. Können wir, ich mach's mal andersrum, wir können doch bestimmt mit unserem neuen Gefährt, das noch auftankt, noch nicht dahin fahren. Also macht das der Humvee. Macht er besser nicht, der ist zu schwach eigentlich. So, getankt. Alles klar. Es soll nicht sein, wir sollen unsere Dragonfly noch nicht im Einsatz sehen, aber immerhin haben wir jetzt eine Dragonfly. 8 Leute können darin Platz nehmen. 7 Leute und ein Hund im Moment, aber 8 Leute insgesamt. Die Ingenieure sind ausgelastet. Training abgeschlossen. Na endlich, irgendjemand, der sein Training endlich mal auch fertig kriegt. Sehr schön. Hauptsächlich liegt es daran, dass ich die Leute vorher erschießen lasse. Aber mein Fehler ist das nicht. Die lassen sich einfach treffen und fallen tot um. Dafür kann ich nichts. Es liegt zwar an meiner Taktik, aber ich kann trotzdem nichts dafür. Ihr wisst schon. So, noch mehr Kultisten. Ja, hier muss es sein. Ich hätte gern die Dragonfly im Einsatz gesehen. Das Ding ist unglaublich schnell. Nur ganz wenig langsam, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, als der Tageswechsel. Das ist richtig, richtig gut. Wir sind jetzt am Safe House, wo sich die Dragonfly austoben kann und die Besatzung dafür. Das Safe House, das heißt, wir brauchen noch nicht sonderlich viel Betäuben. Und das hier ist, glaube ich, das Heilgel, das ich mir endlich mal mit eingepackt habe. Kriegt jeder mal. Ah, der Hund jetzt nicht unbedingt. Oh, du hast schon, okay. Und du hast auch schon. So, da sind wir wieder beim ersten. Lydia, die hat ihr Jagdgewehr und René ebenfalls. Adolf, der Hund. Schleppt eine Smoke Grenade mit. Macht nicht so viel Sinn. Macht ihn nur langsamer. Das ist Nummer 4. Ich weiß aber auch nicht, wo die Leute stehen. Wie es Sinn macht, mit den Taschenlampen zu verteilen. Guter Schütze, guter Schütze. Ach, das ist die Nitro Express Rival. Leute, das wollen wir ausprobieren. Machen wir nochmal so rum. Sind nur 3 Schuss. Muss man dazu bedenken. Weg mit dem Gewehr. So, aber er kann damit mal rumballern. Mal sehen, wie die Waffe sich so im Gefecht taugt. Rekrut, Rekrut, das sind die beiden Rekruten. Das heißt, du kriegst die Taschenlampe zu der Magnum. Und du nimmst erstmal auch eine Taschenlampe und ebenfalls einen Colt. Das ist ebenfalls, hat ja gar kein anderer gekriegt. Was rede ich denn da? Hier reduzieren wir nochmal die Munition. Weil du sollst ja hauptsächlich Licht bringen und nicht die Leute erschießen. Das machen die anderen dann schon. Wir haben die größeren Wummen dafür. Zumindest ein bisschen größer. Oh, das ist schon fast Modul Sky Ranger. Ja. Wunderprächtig, Modul Sky Ranger. Das ist es. Also etwas größer noch und dann haben wir einen Sky Ranger. Wo ist denn der Feind? Da ist er. Ah, hat er gesagt. Ah, warum auch immer. Spielt den Rahmen. Das bedeutet allerdings, die ersten Leute, die aussteigen. Hallo. Die ersten Leute, die aussteigen, sollten die Taschenlampen kriegen.
Hey, du Irre, das ist nur ein Hund. Hey, lass das. Au. Armer Hund. Lauf zurück. Da ist noch ein Kapuzenträger. Und dann machen wir die Autoschuss. So, dann hinknien. Verdammt, ich kann nicht den Feind ins Sicht kriegen. Nochmal ausmachen. Wow. Vorsicht. Vorsicht, du könntest jemanden verletzen. Das Schlimme ist wahrscheinlich einen von meinen Leuten. Au. Nein. Oh, mein armer Adolf. Hat euch noch gar nichts getan. Er hatte gar keine Gelegenheit dafür. Ich kann mit den Tieren leider nicht gut spielen. Nur um es nochmal zu bestätigen und zu betonen. Nächster. Aha. Feind in Sicht. Ich weiß noch nicht wo. Da ist er. Das hat sich ja gelohnt. Sehr schön. Wir wissen ja, dass der Feind auch dort hinten in der Ecke lauert. Sehr gut. Halt. Nächster. Erst erschießen wir ihn, dann machen wir das Licht aus. Oder so ähnlich. Habe ich dich. So, jetzt wirst du dran glauben müssen. Ich habe nichts gesagt. War nur so ein Gedanke. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Licht aus. Zeit zum Hinknien reicht auch noch. Ach, ich frage mich die ganze Zeit, wieso die es schaffen, mich so gut zu sehen und ich kriege hier die ganze Zeit die Hucke voll. Es ist doch ganz einfach. Ich sitze im Licht. Ich sitze einfach nur geradlinig im Licht. So, du bist tot. Licht aus. Hinknien. Licht an. Nächster. Na komm, Schnappschuss reicht. Zwei vielleicht. Sehr gut. Nächster. Reload geht nicht. Dann Dankeschön. Fürs Mitmachen. Und hier töten wir noch mal ein bisschen. Sehr gut. Du bleibst hier und deckst die Flanke. Du schaffst noch ein paar Meter. Licht aus, hinknien, nächster. Das ist der Nachteil, wir werden gesehen. Und wir sehen den Feind einfach nicht. Ich könnte mich natürlich hier überall unter dem blöden Ding verstecken. Das hätte ich eigentlich schon von Anfang an machen sollen. Dann muss er näher kommen, der Feind. Neues Fahrzeug, neue Taktiken. Ich bin da einfach noch nicht geübt drin.
Yay, wir sehen jemanden. Wer sieht ihn? Das war gut. Den machen wir gezielt. Wenn der trifft, sollte er eigentlich umhauen. Nicht genug Zeiteinheiten für gezielt. Gar nichts genug Zeiteinheiten. Dann knie dich hin und wart ab. Licht aus. Hinknien, abwarten. Vielleicht noch ein Snapshot? Nee, ist hinterm Berg, da geht dir nichts. Gar nichts. So, da ist das Gebäude. Problem dabei ist, es ist keiner da. So, jetzt aber. Irgendwann dann doch. Lydia, Lydia, Lydia. Hier werden wir uns mal eine bessere Position zum Schießen holen. Du hältst die Stellung. Hier gehen wir auch auf den Berg. Noch hinknien. Für einen besseren Schutz. Hier gezielt. Oh. Das hätte ich anders erwartet. Mist. Der will nicht umfahren. Kannst du dich eigentlich selbst mit dem Ding versorgen? Ist niemand dort? Ah, du kannst nur einen anderen versorgen. Gut, dann knien wir jetzt hier erstmal noch hin. Du hältst die Stellung. Du flackerst kurz mit der Lampe, alles im grünen Bereich, sehr gut, fertig. So, wie sieht es mit der Zeit aus? So, haben wir noch ein bisschen, nehmen wir Licht an. Hier noch ein Schnappschuss, nicht genug Zeit, du bist ja ausgebrannt, das ist richtig. Du aber noch nicht. Sehr schön. Und dich können wir dann auch mal hier auf den Berg scheuchen. Sehr gut. Hier machen wir nochmal Licht aus. Wie schnell stirbst du eigentlich? 2 Punkte, das heißt 5 Runden hättest du noch. So, schnell mal das Köfferchen in die Hand. Okay, es ist nur für Heilung, also keine Stims, keine Schmerzmittel, nur Heilung. Hat aber dafür 5 Ladungen. Das ist schon ziemlich gut. Flackern wir mit der Taschenlampe, hier ist nichts zu tun. Du bist wieder zusammengetackert. Licht aus. Oh, du stirbst langsam vor dich hin. Das ist der Falsche. Trottel. So, du stirbst langsam vor dich hin. Ein Punkt bei 50. 49 Runden schaffst du noch. Alles gut. Ist Nummer 2. Das bist du. Und dir geht's mit 16 Runden ganz gut. So. Jetzt aber. Ein Medikit verbraucht. Der hat noch Panik. Wir geben ihm noch mal eine Chance zum Aufgeben.
Will nicht, okay. Dann soll man nicht vorwerfen, ich hätte es nicht versucht. Da ist er. Oder einer von denen. Machen wir doch einen schönen Distanzschuss in den Rücken vom eigenen Mann. Das Ding kannst du wieder in die Tasche stecken. Dann hast du noch genug Zeit, um einmal schönen Schnappschuss zu versenken. Oder zwei. Ich habe nichts gesagt. Das waren zwei Schnappschüsse. Kannst du vergessen, das ist zu weit. Drei. So, irgendwann ist er auch tot. So. Hier oben ist er nicht. Freunde, hinterher. Na, vielleicht können wir die auch nochmal schnell retten. So. Nichts verschwendet. Alles gut. Wir brauchen nur einen Medipack zu ersetzen. Bei dieser Mission und natürlich unzählig lange Krankenhausaufenthalte. Ein schwieriges Wort für mich. Ja, dann bin beeindruckt, die Richtung stimmt. Das war irgendwie traurig. Versuchen wir es nochmal. Hier, Fang. Ah, keine Schusslinie. Wer kann denn noch? Du. Jetzt aber mit gezieltem Schuss und... Ich habe nichts gesagt. Es ist traurig. Einfach nur traurig. Keine Schusslinie. Dann hüpfen wir den Berg weiter rauf. Ständig ihm in den Weg, damit er nicht mit seinen 99% rumballern kann. Der Baum ist tot. Das ist klar. Nochmal gezielt. Leute. Echt anstrengend, was ihr da so fabriziert. Könnte jemand da drin sein, möglicherweise, der sich nicht gemuckst hat. Oder hier in den Wäldern verstecken, der sich nicht gemuckst hat, schon wieder. Ah, irgendwann dann doch. Gefängniszellen sind voll. Wir haben vier Fußsoldaten. Ne, drei Fußsoldaten und ein Dispel of Dagon. Den können wir wegverkaufen. Der Hund ist tot. Der hat auch noch nicht so viel gerissen, weil ich einfach nicht mit den Tieren umgehen kann. Meine Schuld. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ich weiß es selbst. Aber trotzdem. Mit den Fischen weg. Okay, die Bevölkerung eines Fischerdorfs im Nordatlantik wird vermisst. Es wird davon ausgegangen, dass die Kirche von Dagon etwas damit zu tun hat und in einem, weil ihre Initialen, ihre Zeichen in Blut aufgemalt wurden. Und das Konzil schickt uns den Bericht mit keinem weiteren Kommentar, da dieser nicht benötigt wird. Ja, minus 125. Dankeschön. Ohne dass ich was dafür machen konnte. Ballistische Weste fertiggestellt. Nein, fertig geforscht. Oh, die mit Keramikplatten verstärkten ballistischen Westen bieten Schutz gegen Projektile und Explosionen. Das ist gut, oder?
Das ist richtig gut. Naja, wir sind dann langsamer. Das ist also das Schlechte dabei. Wir verlieren Beweglichkeit, kriegen dafür aber relativ viel Schutz. Ist nicht schlecht. So, wie geht's weiter, Freunde? Wie geht's weiter? Wir können uns jetzt wieder an den Waffen gesund stoßen und hier bis zum Erbrechen forschen. Und da bin ich ein Freund von der Sniper. Wir fragen mal an, dass wir die Sniper benutzen dürfen von den Black Ops. Wir können die ballistischen Westen einfach kaufen. Aua, bin ich gerade an mein Mikro gestoßen. Entschuldigung, Freunde. Ballistische Weste kaufen. Ne, das ist jetzt nichts Schlechtes. Geld haben wir genug. Aktuell habe ich wirklich kein Geldproblem. Wir nehmen mal über 5 auf Anfang und machen das Lager leer. Ich habe mir doch gedacht, irgendwann wird es ja schon problematisch werden. Was können wir überhaupt verkaufen? Gigantische Spinnenkörper. Naja, die werden wir irgendwann mal zu dem Plasma umwandeln müssen. Behalten wir. Legierungen behalten wir, ist klar. Die Cashbeutel können wir wegmachen. Yay! Gibt richtig Platz. Wer hätte das gedacht? Noch mehr Geld. Storm. Storm, ist das eine Droge? Wer weiß. Nicht so wichtig. Das Plasma haben wir noch ein bisschen. Okay, das Heilspray kann weg. Das Traumapack nicht. Das Medipack kann weg. Machen wir die kleinen Sachen alle weg, weil ich habe jetzt Heilgel und Traumapack. Das ist in Ordnung so. Schmerzmittel kann weg. Hier, Zigaretten können bleiben. Die sind mir egal. Mindpro bleibt. Wer weiß, wofür es gut ist. Ich noch nicht. Smoke Grenade, Flashbang, Napalmgranaten. Napalmgranaten sind natürlich toll für Feuer legen. Dafür können die Brandgranaten weg, weil ich ja alles nicht in der großen Zahl benutze. Publikes Dynamit kann weg. Granaten behalten wir mal noch. Flaregun. Leuchtraketen. Verstehe. Kann man entfernte Regionen Licht machen und dann dahin ballern. Da. Abgesägte Schrotflinten. Schön für den Nahkampf. Ich will nicht in den Nahkampf. Wenn es nach mir geht, so weit weg wie möglich vom Feind. Und noch ein Stück weiter. Ja, jetzt geht es wieder an die kleinen Waffen. Ich müsste irgendwann mal eine gute Reserve an richtigen Waffen dahinlegen. Ich würde sagen, wir können die Kevlar wegmachen, weil wir dann nämlich auf die anderen umsteigen. Macht das Sinn? Ich glaube ja, es macht Sinn. Golfschläger. Ach, ich weiß nicht, habe ich schon erforscht? Wahrscheinlich nicht. Ich habe gar keine Waffen so richtig erforscht. Aber für den Platz, für den Anfang sollte es reichen. Das heißt, wir können jetzt nochmal die ballistischen Schutzwesten nachkaufen. Nur 50 hätte ich gerne. Ah, okay. Machen wir einfach nochmal voll. Kultisten Außenposten. Das ist mitten im Dunkeln. Das ist gut. Und das ist der Humvee, der dort ist. Großes Gewehr. Okay, hier müssen wir nachbessern.
Klick, 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 klick. Taschenlampe rein. Dankeschön. Das passt. Gut, beide sind nicht überladen. Der erste Feind in Sicht. Knie dich mal hin. Knie dich auch mal hin. Oh, schön frei Schnauze. Na! Das ist schon mal gelungen. Hier ist auch der Rand. Da ist keine Ecke, das ist schade. Hier ist die Ecke. Das heißt, hier werden wir nicht allzu viel rumstehen müssen. Wenn, dann kommt der Feind eher von da oder da oder da. Soweit ich es sehen kann. Das bedeutet Licht aus und abwarten. Jetzt wird zum Beispiel eine Fackel Spaß machen. Electric Flare Fackel oder irgendwas, wo man da hinten hinballert und sagt, ja, da ist der Feind, da schießen wir nieder. Ja, das ist nur Gestrüpp. So, wer könnte noch wohin? Du, Licht an. Licht aus, hinknien. Und für den Rest sorgen wir einfach mal, dass sie erstmal knien. So, für den kleinen Schutz zwischendurch. Fängt ja gut an, die sehen uns schon wieder. Der Feind mit seinen muskulösen Augen oder so. Weil wegen dem Licht kann das nicht sein. Diesmal haben wir kein Fahrzeug, das Licht wirft. Hm. Ja, die können uns sehen. Das war jetzt der Beweis. Die können uns sehen. Wir können die nicht sehen. Ha! Tja, wie mache ich das denn jetzt? Die muskelbepackten Dawn of Red Dawn Leute, die können halt einfach so gut gucken. Aha, jetzt habe ich euch. Jetzt seid ihr tot. Du nicht, aber du. Du kannst ihm jetzt den Chaos machen. Sehr schön. Einer weniger. Dich mal nach vorne bewegen. Einfach um deine Möglichkeiten zu vergrößern. Ducken. Ja, hier machen wir das Licht aus. Das war schon spaßig genug. Hier machen wir mal das Licht an. Hallihallo. So, schnell Schüsse. Sehr gut. Licht aus und wir hoffen, dass wir nicht erschossen werden. Sind das eigentlich die Red Dawn? Ich bin mir ganz sicher. Ich habe mir nicht aufgepasst. Aber ich glaube, das sind die Red Dawn, die hier jetzt gerade auf uns ballern. Okay, jetzt habe ich dich. So, hier ein Schnellschuss. Reicht, glaube ich, aus. Vielleicht zwei. Ah, sehr schön. Ich könnte noch mal einen Schritt vormachen oder zwei. Mal in die Knie werfen. Hier machen wir auch noch mal ein Licht an. Dann haben wir drei im Visier.
Oh, das war nicht gut. Das war bescheiden. Oh, dann funktioniert nicht. Dankeschön. Schnappschuss auf ihn. Er hat irgendwas Großes in der Hand. Das muss nicht sein. Uff. So, bei dir heißt es Licht aus. Ist fertig. Die anderen sind durch. Hier können wir noch mal schießen. Ach der. Doch, der ist auch schon einer, der liegt. Nicht aufgepasst. Im Dunkeln noch schnell die Munition reingepackt. Und jetzt geht das Zittern wieder los. Au. Au. Aber so richtig au. Geh doch mal nochmal zurück. Dahin gucken, Dankeschön. So, wieder viel besser. Koffer wieder fallen lassen. Wieder zwei Schurken. Das heißt, hier können wir uns nochmal austoben. Du nicht, du warst schon dran. Gezielt. So viel zum Thema gezielt. Vielleicht nochmal einen Spontanschuss. Ja, hätten wir uns sparen können. Du kannst dich zumindest mal umdrehen und hinknien, dass du wenigstens die beste Rüstungsseite nach vorne zeigst. Schnappschuss. Noch ein Schnappschuss. Licht aus. Erreicht noch für einen Schnappschuss. So geht's. Blindschießen ist besser. Unglaublich, was die blind treffen. Aber wehe, die sehen den Feind. Okay. Au, da schießt wieder mit was Großem. Richtig Großem, um genau zu sein. Keine Munition, laden ist nicht. Gezielter Schuss auf ihn. Einer weniger. Oh je, das wird nix. Das wird gar nichts. Ich kann auch nicht mehr gezielt schießen. Ich habe zweimal mit einem Schnappschuss gemacht. Ach Mensch. Mal ein bisschen gezielt hier drauf ballern. Ja, können wir. Licht aus. Und hier auch Licht aus. Sehr gut. Der Feind wird weniger, wird schwächer. Und er neigt dazu, uns zu helfen. Die haben Verräter in ihren Reihen. Ich bin ja so froh darüber. Nochmal schnell Schnappschuss hinterher. Geht nicht, danke. Hier nochmal ein Schnappschuss hinterher. Geht zwar, hilft nur nichts. Hier zielen wir. Das war nah dran. Das hat nicht gereicht. Kein Schuss möglich. Hier vielleicht. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Jetzt. Nein, ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Jetzt habe ich sie gerade getötet. Ganz klasse. Licht aus. Reicht, wenn eine Person stirbt.
Ich habe mich schon gewundert, dass sie so lange stehen geblieben ist, aber manchmal klappt das. So, dann haben wir hier noch einen. Ist nicht dein Ernst. Das irgendwie runtergehen? Nein. Ah, halt mal. Was? Wieso? Du sollst ihn erschießen, nicht an ihm vorbeiballern. Verdammt. Na gut, hier haben wir noch mal was. Wenigstens das hat geklappt. Machen wir schnell mal wieder Licht aus. Okay, du machst erstmal einen Schritt zur Seite. Dann visierst du den Feind an und schießt gezielt den Kerl über den Haufen. Dankeschön, das war mal ein guter Job. Sich hinknien, nächster. Und hier schnappen wir uns einen Koffer mit Heilmunition. Und dann heilen wir, was das Ding hergibt. Oh, verdammt, wollte ich gar nicht. Verdammt. Naja, zwei Punkte. Immerhin. Und dann haben wir hier noch unseren Schrotflintenmeister, der am besten gezielt schießt, damit er eine Chance hat zu treffen. Und das hat sich auch gleich wieder erübrigt. Du bist kein großer Scharfschütze mit dem Schrotgewehr. Aber zumindest gibt es die Selbstverteidigung mit der Pistole. So, schnell noch immer eine Heilung reindrücken. Koffer kann weg. Heilportion nehmen. Und jetzt solltest du eigentlich soweit fit sein. Das hat funktioniert. Großes Kino. Du bist auch schon durch. Du bist durch. Du bist durch. Und du machst nur kurz das Licht an. Erfreust dich, dass du nicht gesehen wirst. Und machst es wieder aus. Hat auch so eine Black Ops Magnum oder sowas. Irgendwas, was mit richtig Krach. Nicht genug Zeiteinheiten hätte ich wissen müssen. Das war schade, es reichte nicht aus. Nachladen ist nicht. Ja, treffen und dann nicht töten. Das ist irgendwie traurig. So, versuchen wir es nochmal mit einem gezielten Schuss. Nö, nachladen. Noch ein gezielter? Nein, aber ein Schnappschuss funktioniert noch. Versuch was wert. So, wir machen nochmal Licht. Gezielt. Noch ein gezielter. Der wird aber noch tot zu kriegen sein. Dankeschön. Das war das. Licht aus. Lämpchen an. Richtung ist richtig. Oh, wie richtig. Ducken. 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 Und auch dich schieben wir in Position. Ach, endlich. Sie haben aufgegeben. 6 Stück haben kapituliert.
Kapazität überschritten. Das heißt, hier muss ich jetzt was verkaufen. Throwing Knives. Throwing Stars. Obwohl, lassen wir noch. Vielleicht brauche ich es ja noch. Dog Combat Gear kann weg. Ich habe leider keinen Hund mehr. Guten Club. Nee, da bin ich dagegen. Baseballschläger kann weg. Die ganzen Nahkampfknüppeldinger, die brauche ich eigentlich alle überhaupt nicht. Blocks, da habe ich ja noch mehr als ich brauche. Stupsnasenpistolen können weg, mit Munition braucht kein Mensch. Kleine Pistole kann weg, braucht kein Mensch. Zehn Pistolen, das sind wir. Braucht niemand, wirklich niemand. Es geht einem wirklich nicht ums Geld an der Stelle. Plasma Caster, warum kann ich den nicht einsetzen? Verdammt, ich will ihn in Action haben. So. Ich muss noch ganz viel mehr verkaufen, stelle ich gerade fest. Einfach nur, weil das Zeug weg muss. Ich habe so viele Bewaffnungen und so viel. Was? Alles klar. Ich benutze diese doppelläufige Schrotflinte ja nie. Ja, das heißt, das Zeug braucht keiner. Und das Schöne ist, je mehr ich davon verkaufe, umso mehr Platz habe ich im Lager. Und das Geld ist natürlich auch vernachlässigbar dabei. Wenn ich nur wüsste, was das alles so kann. Was habe ich hier 70-fach? Ach, die Spinne. Ja, okay. So, Gefängniszelle ist schon wieder überfüllt. Exalt Infiltrator habe ich jetzt mehrere. Die Fußtruppen habe ich mehrere und die habe ich auch nicht gebraucht. Können weg. Ansonsten kann ich eh keinen forschen. Ich könnte eigentlich alle verkaufen, weil ich keinen von denen mehr richtig erforschen kann. Ich hätte aber gerne von jedem Exemplar da nochmal einen zur Not da, dass ich den nicht nochmal fangen muss. Heilspray. Ah ja, habe ich nicht mehr. Das ist okay, brauche ich auch nicht mehr. Wieder einer im Dienst vermisst. Traurig aber wahr. Nochmal ein Außenposten. Nochmal die Dagon. Die können zumindest nicht so weit gucken im Dunkeln. Oh, ja, halt. Da war noch was. Jetzt hat nämlich die Dragonfly wieder losgeschickt, aber die hat ja keine Besatzung. Die sind ja alle verwundet. So, zwei Plätze haben wir noch. Wir haben hier wieder Jungagenten. Da ist noch ein Rookie nach oben geschlichen. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da fehlt doch noch einer. Da fehlt doch noch einer. Und noch ein Agent passt. Abfangen. So. Forschung abgeschlossen. Black Ops Sniper Rifle darf verwendet werden. Die ist okay. Die ist gar nicht so schlecht. Von der Zielgenauigkeit her 30 Schuss. Ne, 30 Schaden. Ach, 30 Schuss. Ich habe sie auch nicht mehr alle. Aber das ist okay. Forschung einleiten. Wir haben wieder 10 Forscher frei, die nichts zu tun haben. Electric Prot. Können wir 5 hin. Und das andere
Biologische Kriegsführung. Kaufen. Haben wir ja Platz gemacht, ne? Damit wir die Black Ops Sniper kaufen können. 10 Stück. Ja, kein Platz mehr. Ist okay. So, Basis. Ja, die sind gerade unterwegs. Ganz toll. Ganz großes Kino. Im Dunkeln zum Außenposten. Das hat geklappt. Gewehr. Gewehr. Gewagt, ohne Waffe durch die Gegend zu laufen. Er schießt aber recht präzise. Das heißt, du darfst dir das Ding schnappen. Nächster, du hast gar nichts in der Hand. Das ist schon schlecht genug. Ich hätte gern die hier zuerst drin. Dankeschön, Taschenlampe kann. Ach, ich Trottel. Ach, ich Trottel. Ja. Du bist doch derjenige, der jetzt zuerst vorne rausgeht. Ändern wir unsere Aufstellung. Jetzt haben die Top-Agenten die Taschenlampe und die Pistole in der Hand. Aber dann bitte die Dings hier, die Magnum. Wenn du schon schießt, dann solltest du treffen und dann sollte es auch richtig krachen. Genau. So, erster Mann, zweiter Mann. Auch so ein Heilpack, auch das Ding hier. Da habe ich nichts Besseres mehr. Also tob dich aus. So, dritter Mann hat das Gewehr. Sollte eigentlich die Schrotflinte haben. Hier haben wir die Schrotflinte, das ist okay. Gewehr. Ich habe zu viele Pistolen dabei, vor allem in den hinteren Reihen. Ja, du kannst mutwillig damit mal unterstützen. Wir probieren das Ding noch mal ein bisschen aus. So, das ist der letzte Mann. Der kriegt natürlich auch ein solches Gewehr. Nicht, weil er gut schießt. Nein, weil er einfach ganz hinten steht und dann einfach aus dem Wagen rausballern soll. Du kriegst ebenfalls so ein Gewehr. Medikoffer dazu. Und Munition. Einer geht noch. Hier sollte ich vielleicht doch die Schrotflinte geben. So. Ja, muss laufen. Hallo, mein Freund, ich habe was für dich. Oh Gott. Läuft. Läuft ja echt prima. Nächster, bitte. Oh, ich dachte schon, das da war teuer. So, Freunde. Schön verteilen. Sorgt dafür, dass ihr alle erschossen werdet, wenn ihr jetzt die Granaten fangen müsst. So, euch beide ans Ende. Ja, kannst auch da stehen bleiben. Warte mal, dich sollten wir auch noch knien lassen, nur weil wir es können. Was mit dir? Du kniest. Sehr schön.
Das ist das Problem. Wir sitzen alle gar auf einem Haufen. Ist ja nicht nur so, dass man eine Granate einfach reinwerfen könnte. Das Kreuzfeuer, das ist natürlich dann auch schon fatal. Oh, halt, das ist zu nah dran. Also da machen wir es doch mal so aus der Hüfte mit dem Erschießen. Sehr schick. Okay. Nächster. Du hast noch ein bisschen Platz zum Schießen. Ick. Na, noch keine Verletzten, keine Verwundeten, keine Toten. Sehr gut. Nummer 1. Das wird nix. Wie sieht's mit dem hier drin aus? Das wird auch nix. Das eigene Schiff im Weg. So, hier sollten wir gezielt schießen, damit wir eine Chance haben zu treffen. Sehr gut. So wünsche ich mir das. Hier sollten die Schnappschüsse reichen zum Treffen. Ist ja noch gelogen. Ich würde hier jetzt mal gezielt schießen. Reicht nicht. Reicht nicht. Dann geh doch mal einen Schritt. Falsche Richtung. Der wäre wichtiger. Oh ja, schieß deine eigene Kameraden über den Haufen. Das ist ganz tolles Kino. Weiß jetzt nicht, wo du das gelernt hast, aber das musst du den anderen unbedingt auch noch beibringen. Wäre peinlich, wenn unsere Leute überleben könnten. So. Hier geht doch was, oder? Nee, geht nix. Geht auch nix. Jetzt aber. Dann eben nicht. So, was können wir mit dir machen, nachdem du schon erschossen wurdest? Bestens. Schade, zum Ausschalten reicht es nicht mehr. Und nur ein paar Verletzte. Ha, ich habe Schlimmeres erwartet, weil ich das Licht da auch noch anhatte. Aber ging ja noch. Wie wäre es mit ein paar Schnappschüssen? Ach, schon wieder die eigenen Leute im Weg. Wie sieht's hier mit ein paar Schnappschüssen aus? So, neuer Versuch. Wie wäre es mit Schnappschüssen? Nö. Na, geht schon. Dann machen wir doch mal einen gezielten Schuss draus. Dann nicht. Hat sich erledigt. Bleibt da sitzen. Gezielt oder geschnappt, ist egal. Hauptsache der Gegner fällt um. Oder nur nicht. Warum nicht? Eigentlich. Gut. Da waren es nur noch 4 Gegner und ich habe nicht mehr allzu viele Leute, die was machen können. Oh, da schießen wir noch ein paar von uns. Warum auch nicht? So, den könnte ich nicht gut, aber den kann ich gut erschießen. So, treffen. Jawohl. Jawohl. Da waren es nur noch 2. Okay, hat sich erledigt. Stabiler Rücken, sage ich jetzt nur. Gezielt wäre besser. Reicht sogar. Nur trifft er nicht.
So, dann schauen wir doch mal, ob wir hier noch was treffen können. Nö. Ja. Und? Nein, nicht genug Zeit. Hihihi, jawohl, sehr gut. Noch schnell nachladen und dann hoffen wir, dass wir nicht zu viel Druck kriegen. Okay, ging ja noch mal gut. Nur allmählich muss ich mir Sorgen machen. Denn so langsam werden meine Leute nicht gesünder. Du bist verletzt. Irgendeiner auf der Rampe ist verletzt und hier vorne, der ist verletzt. So, du hockst dich dahin. Du wirf mal die Taschenlampe auf den Boden und jetzt gib alles. Passt. Gut. Du bist nicht verletzt, du warst verletzt. Ha, gerettet, sehr gut. Dich können wir noch ein bisschen nach vorne schieben. Nach da gucken lassen. Ah, und die habe ich vergessen, das Dings mitzugeben. Das macht nichts. Das hat bestimmt noch jemand anders. Nein, natürlich nicht. Ah ja, okay. So, reicht das noch, um zu heilen? Ja, es reicht zumindest für einen Punkt. Schnell noch das Licht an. Ich hab's geahnt. Da ist noch einer. Nicht möglich. Ist immer noch nicht möglich. Oh, du kannst. Sehr gut. Ja, oder auch nicht. Mit dir könnten wir theoretisch noch mal was reißen. Praktisch bleibt's aus. Ducken. Schütze dich selbst. So viel dazu. Licht aus. Das war's. Der Tobsuchtsanfall ist ja echt gefährlich. Aber du kannst hier nochmal die Heilung vollziehen. Sehr schön. Machen wir nochmal Licht an. Zielter Schuss. Und. Warum zielst du denn so schlecht? Weiß auch nicht. Ach so, ja, du hast ja noch was in der anderen Hand. Ich bin auch ein Trottel. Jetzt aber. Na also, hat gereicht. Irgendwer steht in der Richtung rum. So, das Ding kann wieder zurück. Wir holen die Taschenlampe wieder an Bord. Und dann rennen wir querfeldein hinter dem anderen her. Hier verstecken wir uns nochmal unter dem Flieger. Und dich setzen wir hier an die Position. Du machst das Licht nochmal aus und dann warten wir ab. Au. Ah, doch kein Au. Glück gehabt.
So, erstmal gezielt hier den eine verbritzeln. Geht nicht, Baum dazwischen gesprungen. Gezielt. Gezielt geht nicht. Dann eben aus der Hüfte heraus. Hat sich auch erledigt. Du könntest jetzt mal gezielt hier unten hinballern. So viel dazu. Der andere. Ja, dachte ich mir, wie wär's mit dir? Geht auch nicht. So, jetzt aber. Nicht genug Zeiteinheiten. Ach Mensch. Es soll heute einfach nicht sein. In Knien. Ein Schuss darf es geben. Reicht nicht. Licht aus. Hier können wir auch nicht viel machen. Das war's für die Runde. Au. So, der ist für dich. Sehr gut. Dann haben wir hier den nochmal im Visier. Wo auch immer der jetzt hingelaufen ist. Da ist er schon. Nächster. 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 Du. Gezielt. Einmal den... Na also. Manchmal braucht ihr auch aber echt lang. So, das Ding kannst du eigentlich wieder wegstecken, damit du auch wieder mit dem Gewehr schießen kannst. So viel dürfte hier eigentlich gar nicht mehr rumkrapsen. Aha, bisschen ist es noch. Noch einer. Ja, das war's. Brauchst nichts mehr machen. Du kannst auf die andere Seite wechseln. Hinhocken. Geht der. Da. Ist, glaube ich, unbewaffnet. Deshalb kann ich ihm in den Rücken schießen. Naja, könnte ich. Hat sich nichts getan. Ist er immer noch kampfmutig? Nein. Endlich haben sie es begriffen. So. Ja. Kampfmesser können erstmal in rauen Mengen weg. Macheten auch keiner. Hook weg. Katana gibt wenigstens Geld. Wenn ich ihn verkaufen würde, aber auch das brauche ich an der Stelle nicht wirklich. Die Pipes können weg. Weiß nicht, ob ich sie erforscht habe. Lasse ich mal noch da. Baretta. Auch eine Waffe, die ich nie benutze. Weg. Auch keiner. Und wenn ich Pech habe, kriege ich sie immer und immer wieder. Da müssen wir noch ordentlich verkaufen. Ich fange mal hier unten an. Sachen, die ich nicht mehr brauche, raus. Zombie-Körper, einfache Sprengstoffkiste wird nicht verkauft, Munitionskiste, Waffenkiste, klapprige Kiste. Ah, Leute, was mache ich mit dem ganzen Kram? Was haben wir hier noch? Medipack, Heilspray,
Pfefferspray, Flame Glove. Oh, die lassen wir mal da. Das sieht gut aus. Smoke Grenade, Granaten. Schon wieder mehr geworden. 20 reichen, nutze ich nicht so oft. UAC Rocket Launcher. Uiuiuiuiui. Das ist zum Beispiel etwas, was ich noch gerne aufheben würde für die Zukunft. Könnte interessant werden. Vorderschaft und Pump Action. Ja, okay. Das ist etwas, was wir die ganze Zeit bei den Farmern einsammeln. Kann man auch mal erstmal rausverkaufen. So, jetzt lässt er mich auch wieder aus dem Dings raus. Dispel of Dagon. Gleich wieder alle verkaufen, die ich hier habe. Dann mache ich überall mal alles runter, dass ich nur noch einen habe. So, dann habe ich auch wieder Platz. Endlich. Geschafft. So, Feierabend. Schluss, aus. Die Folge ist durch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich freue mich schon drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.